Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es ein Video über alle iPad Mini Gerüchte zusammengefasst. Das erste Gerücht ist der Name natürlich. Ich habe mal vier Namen rausgesucht, die möglich sind. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, welchen Namen ihr am besten findet, welchen Namen ihr bevorzugen würdet. Schreibt einfach in die Kommentare, interessiert uns. Als ersten Namen haben wir natürlich iPad Mini. Der scheint für mich am possiblesten. Also der, denke ich mal, wird es. Als zweiten haben wir dann iPad Nano, dann das kleine iPad und das 7 Zoll iPad. Es ist ja noch nicht viel über das iPad Mini bekannt, sprich wenige Bilder, wenige Mockups und so weiter. Was doch bekannt ist, ist natürlich, dass ein neuer Dock-Connector kommt. Dieser wird anstatt 30 Pins nur 8 Pins haben und ja, da werden wir auch noch einen Adapter für bekommen. Dieser Adapter wird sich auf ca. $10 betragen. Das sind dann umgerechnet 8 Euro, also nicht wirklich viel. Kann sich jeder mal erlauben. Das Ganze, das iPad Mini soll ähnlich hoch werden wie das Google Nexus 7 oder das Kindle Fire von Amazon, aber mit einem Seitenverhältnis von 7 zu 3, sodass es einfach noch in die Hosentasche oder in die Jackentasche passt, sodass man es einfach kurz mitnehmen kann. Das neue iPad oder die anderen iPads passen ja nicht in die Hosentasche bzw. in die Jackentasche, braucht man schon ziemlich große Taschen. Ja. Die Dicke wird sich auf 7,2 bis 7,3 mm belaufen. Es wäre dünner als das neue iPad und dünner als das iPhone 4S bzw. iPhone 4. Aber es wäre ungefähr so dick wie der iPod Touch 4G. Der iPod Touch 4G hat eine Dicke von 7,2 mm. Kann sein, dass es ein 0,1 mm dicker wird als der iPod, aber das spürt man ja dann auch gar nicht mehr. Als nächstes haben wir die kleine Kamera. Bislang sind keine Mockups mit Kamera aufgetaucht, wobei meiner Meinung nach eine FaceTime-Kamera, eine Frontkamera für FaceTime Pflicht ist. Vielleicht gibt es auch mehrere Varianten des neuen iPads, des iPad Minis. Ja, ich vertue mich da ein bisschen. Einmal mit oder ohne Kamera und mit oder ohne 3G. Der Preis würde sich auf ca. $200 bis $250 betragen. Das wären 161 bis 201 Euro. Wobei man natürlich wissen muss, okay, die $200 sind dann wahrscheinlich die ganz kleine Variante ohne Kamera und ohne 3G mit 8 GB oder 16 GB halt. Also das ist dann wahrscheinlich die kleine Variante und ja, ich denke mal nicht, dass 250 US-Dollar der große mit Kamera und mit 3G und 64 GB sein wird. Der wird sich dann wahrscheinlich noch auf $300 betragen, schätze ich mal. Die Veröffentlichung wird am 12. September sein mit dem iPhone und den neuen iPods. Das ist einfach das Apple-Event, was ja jährlich stattfindet. Und ja, was haltet ihr vom iPad Mini? Gibt es noch mehr Gerüchte, die wir jetzt vergessen haben? Dann schreibt's bitte in die Kommentare. Wir werden uns sie alle durchlesen und ja, wie ihr wisst, lesen wir sehr gerne Kommentare. Verbreitet das Video auf Facebook, Twitter, sonst was, damit auch viele Leute über das neue iPad Mini Bescheid wissen. Und ja, liked, falls es euch gefallen haben sollte. Schaut auf unseren Kanal vorbei, damit ihr ja immer auf dem neuesten Stand seid, beziehungsweise immer die neuesten Videos sehen könnt. Abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, das waren genug Aufforderungen. Ciao, haut rein.